Willkommen zurück. Ich bin noch bei der Auswahl, wie ich denn die Gruppe hier aufstellen möchte. Ich bin einfach nicht so ganz sicher, was denn das Gescheiteste ist. Aber ich habe 24 Punkte, fällt mir gerade mal auf. Den könnte man auch aufsteigen lassen. Ivar allerdings auch. Ein Ivar kostet es 15 Punkte. Ivar ist wirklich gut. Warte einen Moment, was hat er nochmal? Knockback und. Ach ja, der stimmt, der kann sich jetzt auch so. Mein Krümmer könnte ich allerdings auch befördern. Der hat so einen Moment das Command. Der aber nicht auch. Ja, genau. Er kann weiter sich bewegen. Berserker hat im Moment gar nichts. Was war das nochmal? Ach, das war das Zurückschlagen. Das ist der Rüstungsbrecher. Das ist gar nicht so einfach. Weil das natürlich schon ziemlich geil ist. Muss ich sagen. Die beiden kann ich auch promoten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gegen die Dredge finde ich die Wahl einfach so viel besser. Kann ich nicht promoten, leider. Was war das nochmal? Was ist das? Plus 10% zweimal Strength Damage. Da ich ehrlich gesagt nicht vorhabe, den einzusetzen, aber gut. Nehmen wir das mal. Er braucht das gerade nicht. Schauen wir mal, ob das so eine halbwegs vernünftig. Ob das halbwegs vernünftig funktioniert. Da ist ja noch einer von denen. Machte der? Ach, Knockback. Könnte aber auch aufsteigen. Gut, wie gesagt, Punkte haben wir. Mit denen. Wenn sich bei dem die Rüstung zum Beispiel regenerieren würde, das wäre natürlich schon ziemlich nice. Machen wir das mal bei dem. Ansonsten kann ich, glaube ich, keinen mehr aufsteigen lassen, ne? Er braucht es zu viel. Oh ne, er bräuchte genau 9. Den bräuchte es 13. Ah, der würde aber eine zweite Fertigkeit kriegen, gut zu wissen. Da kommen dann. Fördern wir den auch direkt, wenn wir schon dabei sind. Dann soll Krummer noch mehr Rüstungsbrecher machen. Und dann letztendlich in den Kampf. Schiebt das wieder so lange vor mich her hier. Uff. Was ist das denn? All them off. This will take time. Schön. Wir hören Avens vor sich hin brummeln. Okay, den muss ich loswerden. Der Rest. Na gut, das geht so. Stellen wir den aber lieber dahin. Der kann sich weiter bewegen, ne? Ja. Er macht einen Rundumschlag, der auch.
würde ich sagen, bewegen die sich hier. Okay. Los geht's. Boah. Wie weit kommen die? Oh, direkt bis hierhin. Hätte ich nicht vermutet. Und der? Der kommt noch lange nicht so weit. Komm, beweg dich dahin. Wie weit kommen die? Bis da vorne. Da gehst du erstmal dahin. Hätte ich echt nicht gedacht, dass der so weit kommt. Na, geh hin. Da kann ich hin, ne? Ja. Wie viel kann ich denn direkt bei dem Schaden machen? 3 Rüstungen. Ach, da kommen noch mehr. Das hätte man sich eigentlich denken können. You must keep the dredge away. Ja, schön. Da ist der nächste. Ist das der? Ja. Und dann der da hinten. Dann kommt hier vorne. 2 Rüstungen. Range 8 times. Fire arrows at a greater range with 100% chance to hit. Na gut, das brauche ich gerade nicht. Auf die Rüstung. Ah. Concentrate, Ivan. You are doing it. Abilities. Moment, wie viel? 16 hat er. Den kann ich direkt mit einem Mal umbringen. Dann machen wir das doch direkt. Die Frage ist, wie lange muss ich die aufhalten? Ach, das Diagonale wird nicht mitgerechnet. Das hätte man wissen können, wenn man rein. Thank you.
Okay, kommt das nächste Stück. Almost, but we still need more time. Schön. Sag dir so einfach. Ein bisschen Schaden, mein Freund. Ah, schade, er kommt jetzt nicht an dem vorbei. Das ist die perfekte Chance. Ah, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. That should work. If you can, was? Scheiße, ich hab zu lange gebraucht. Den könnte ich treffen. Den kann ich treffen. Ah ne, den kann ich gar nicht treffen. Wer ist denn der Nächste? Der ist der Nächste. Na gut, der kommt nirgendwo ran. Dann kommt der da hinten. Kann auch nicht ran. Scheiße, ich dachte, ich komme da ran. Ist genau außerhalb der Ecke. Ach, dann lass es den umbringen. Mehr drauf. Immer auf die Schnauze. Nein. Stell dich da ein. Was hat er nochmal als Auswahl? Item Ram Tempest. Nein, den machen wir direkt. Ah, dem geht's nicht gut, dem geht's gar nicht gut. Dahin. Damit er nicht so viel Schaden macht. Das ist nicht gut.
Okay. Geht doch, zwei Stück. Wie lange müssen wir die denn aufhalten? Der macht das auch. Okay. Schön. Oder hätten wir jetzt auch rüberlaufen können? Nee, oder? Ich weiß nicht so recht. Wie weit komme ich denn normal? Doch eigentlich nur rüberlaufen. Was ich mich frage, ist, ob man gleich die... Nein! Ob man gleich die Vorräte danach zurückerhält, wie die Fässer überlebt haben. Oh, da hat es auch nicht mehr viel. Aber so nacheinander. Auf die Rüstung. Hey, ihr Feigling, bleibt stehen. Das geht leider nicht weiter. Und weg mit ihm. Sechs Schaden. So, wie weit muss ich? Ach, dann machen wir halt. Das reicht gerade nicht. Dann machen wir es halt so. Na komm, lauf. Weg mit ihm. Clansman Lost 50. Wartime Leadership plus 7 Renown. Also, da kann ich ja schon mal was mit anfangen. Juno walks onto the floating land, cradling a kid goat in one arm. She looks strained, but beckons to the families to follow. You shout for everyone to start moving, but the fighters and clansmen alike remain motionless. Large chunks of earth bobbing in midair like ships at sea as everyone unsettles. Finally, Ivor takes the reins of Jogs, loaded with a supply cart, and walks out onto the first floating stone. It supports the load without issue. We go this way, or the dredge kill us all. His words are punctuated by slinger stones turning into the ground only feet away.
Man pick up the children and start running. The cattle run, animals crawl and bleed in the frenzy. While push through the crowd, while others try to follow in their wake. The frightened mob trample a few and knocks a couple more from the ledge before everyone is strangely pacified. Even you feel a sense of calm settle your nerves. Ach, immer dasselbe mit Menschen. The wounded and elderly struggle to make it onto the floating rocks, while fear of the bridge paralyzes the legs of others. The dredge gives chase, crossing onto the bridge without hesitation. Charge into the dredge, ask Wall to carry the struggling, shout at Avon to drop the bag of the bridge. It's not easy to mouth the words, but there are just too many dredge. While Avon seems unresponsive, Juno nods to you. You watch as the floating stones nearest the land tremble and drop back into the chasm, taking all standing there with them. The sight is terrifying, but you turn and urge the others to keep moving forward.
siren screams, chills you as it echoes off the cliff. A mere 100 yards away, again the bridge shakes but stays together. Then Juno looks at you, her lips are trembling. This is killing him, she says, and I won't let it happen. Her tone is dark and cold. What's the alternative? We'll dump the rest of the supplies? She says nothing but looks towards the rear of the caravan. Governor Ruger and many others from Burzgard are back there. Not to sign your approved dropping the rear of the caravan. She told me the clansmen are important, I must try. There's not a time for me to explain, Juno says. The Viker returns to Avon's side and soon screams erupt from behind you. We turn in time to see people falling away and Roger pulled to safety by one of his guards as the rest of the caravan pushes forward in fear. The Covenant glances at you with suspicion. Watch your step. It's hard to believe we made it across that chasm. Now we find what's left of Ormstaller. Once a great trade town at the fork of the Ormsa River. How many lives must have been lost here? Looks like a few buildings might have made it. Whatever caused that chasm completely destroyed this place. From the massive wild to the youngest human children, everyone is sapped from crossing the chasm. Tents are loosely strung up and gear is thrown on the ground as everyone falls asleep. You manage to post a few guards out of habit before sinking down against the crate, wrapping your clothes around you and closing your eyes. Your chest aches as if from a vast sting. Peeling around for the cause of it. You look down between your leathery gray fingers running over a redstone breastplate. Gasping, you open your eyes to find your cloak still wrapped around you, no stone armor underneath. The caravan is still asleep, snoring more prevalent than usual. You are able to drift off for a bit more rest before facing the tasks of the new day. Normal caravan as a kind effect, okay. Ja. Wie wir sehen, wir haben deutlich an Leuten verloren. Wahl sind erstaunlich viele übrig geblieben. Kämpfe hatten wir 100, jetzt sind wir nur noch bei 57 und Clansmen hatten wir, glaube ich, 200. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Zwischendrin hatte ich gerade, das ist mir aufgefallen, das Mikro aus, also ein paar Texte habe ich nicht vorgelesen, tut mir leid dafür. Aber es steht lang genug da, damit ich es nachlesen kann. Damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich brauche eine Pause.